Herzlich willkommen bei Brendan Mundorfs Asthma Physik Astro TV. Seit einigen tausend Jahren ist bekannt, dass Stoffe aus winzig kleinen Teilchen bestehen. Wir bezeichnen diese Teilchen als Atome. Der Begriff Atom kommt aus dem altgriechischen Atomos und bedeutet das Unteilbare. Denn es ist nämlich so, dass sich Atome mit Hilfe von chemischen Methoden nicht weiter teilen lassen. Und dass Atome quasi unteilbar sind, wusste man auch schon bereits in der damaligen Zeit. Aber was ist ein Atom überhaupt? Also ein Atom ist nicht nur so ein winzig kleines Teilchen, aus dem die Stoffe bestehen, sondern ein Atom besteht auch noch selber aus weiteren Teilchen. Also ein Atom besteht grundsätzlich aus einer Atomhülle und einem Atomkern. Hier oben rechts in der Abbildung sieht man in der Mitte den Atomkern. Der Atomkern besteht aus Nukleonen. Diese grünen Teilchen in der Abbildung sind die neutral geladenen Neutronen und diese rosanen mit der Plus in der Mitte sind die positiv geladenen Protonen. Jetzt würde man sich fragen, hey, wie kann nämlich sein, dass sich Protonen in einem Kern befinden, da sie ja positiv geladen sind und positive Ladungen sich ja normal untereinander abstoßen. Es ist nämlich so, dass die Protonen sich daher nicht untereinander abstoßen wegen den Neutronen, weil sie ja diesen Effekt wieder ausgleichen. Denn es ist nämlich so, dass zwischen Protonen und Neutronen die starke Wechselwirkung wirkt und das führt zu einem Zusammenhalt zwischen diesen beiden Teilchenarten. So, und außerhalb des Atomkerns, das habe ich in der Abbildung jetzt gelb eingefärbt, befindet sich die Atomhülle. Die Atomhülle besteht aus den negativ geladenen Elektronen. Bei einem Atom sind die Anzahl an Protonen und an Elektronen immer gleich. Und das führt nämlich dazu, dass Atome von außen elektrisch neutral sind. Es kann nämlich aber auch passieren, dass ein Atom Elektronen aufnimmt oder Elektronen abnimmt, aber dann werden diese Teilchen als Ionen bezeichnet. Das können sowohl elektrisch geladene Einzelteilchen sein, zum Beispiel ein Chloridion, aber das können aber auch elektrisch geladene Moleküle sein. Man hat nämlich hier oben rechts in der Abbildung auch sehr gut sehen können, dass der Atomkern viel kleiner ist als die Atomhülle. Also es ist nämlich so, dass der Atomkern ca. 10.000 bis 100.000 mal kleiner ist als der gesamte Atom. Aber auch wenn so ein Atomkern winzig klein ist, macht es aufgrund der Nukleonen, also dieser schweren Kernbausteine, die Neutronen, die Protonen, 99,9% der gesamten Atommasse aus. Das ist natürlich schon erstaunlich. Aber jetzt kommen wir endlich zu der Atomhülle zu sprechen. Die Atomhülle besteht aus den negativ geladenen Elektronen, wie wir es nämlich vorhin ja schon gesagt haben. Aber die Elektronen bewegen sich nicht nur so zufällig um den Kern herum, wie sie Lust und Laune haben, sondern die Elektronen haben einen bestimmten Abstand zum Kern. Also manche Elektronen befinden sich näher am Atomkern und manche Elektronen befinden sich weiter vom Atomkern weg. Und das hängt nämlich davon ab, inwiefern ein Elektron vom Atomkern angezogen wird. Und das lässt sich nämlich auch sehr gut mit dem Schalenmodell von Bohr erklären, was man auch als das Bohrsche Atommodell bezeichnet. Also, jetzt sieht man nämlich erstmal in der Mitte diesen Atomkern. Und als nächstes, kommt man schon bereits zu der ersten Schale, die K-Schale. Denn beim Bohrsche Atommodell gilt die Annahme, dass sich die Elektronen auf einer bestimmten Bahn um den Atomkern bewegen, in sogenannten Schalen. Und in jeder Schale kann sich eine bestimmte Anzahl an Elektronen befinden. Also in der K-Schale, in der innersten Schale, sind es 2 Elektronen, die maximal reinpassen. Als zweites kommt die L-Schale, da passen maximal 8 Elektronen rein. Als drittes die M-Schale, da haben bis zu 18 Elektronen Platz. Und als nächstes haben wir noch die N-Schale und da passen bis zu 32 Elektronen rein. Aber es geht aber noch weiter. Da geht der K, L, M, N,
O und so weiter halt. Je nachdem, wie viele Hauptgruppennummer, in welcher Hauptgruppennummer man sich ja gerade befindet. Weil es gibt da insgesamt 7 Hauptgruppen, also heißt man ja auch 7 Elektronenschall möglich. Aber man kann sich die Anzahl an Elektronen, was sich in einer solchen Schale befindet, auch berechnen. Dazu gilt eine bestimmte Faustregel, also eine ganz einfache Formel. Z ist gleich 2 mal n². Z steht für die Anzahl der Elektronen, die höchstens in der Schale reinpassen. Und n steht für die Anzahl der Schalen. Zum Beispiel für die m-Schale würde man nämlich Folgendes berechnen. Da ist natürlich die Anzahl an Elektronen, also Z, gleich 2, wie wir es auch oben haben, mal 3 zum Quadrat. Die 3 bedeutet, dass es sich um die dritte Schale handelt. Wenn man 2 mal 3 zum Quadrat rechnet, käme man auf Z gleich 18. Heißt, in der M-Schale passen 18 Elektronen hinein. Und um das Schalenmodell genau zu veranschaulichen, habe ich jetzt ein Beispiel herausgenommen. Ich habe mich für Schwefel entschieden, 32,16s. 32 ist die Massenzahl, also die Massenzahl ist die Anzahl Nukleonen im Kern. Also dort befinden sich 16 Neutronen und 16 Protonen im Kern. Und die 16, was wir unten stehen haben, das steht für die Ordnungszahl. Also was man auch als Protonenzahl bezeichnet. Und die Ordnungszahl gibt an, wie viele Protonen sich im Kern und wie viele Elektronen sich in der Hülle befinden. So, jetzt haben wir hier ein PSE für uns. Jetzt suchen wir Schwefel heraus. Schwefel steht rechts oben, wo die 16 bei der Gruppe ist. Die 16 steht für die 6. Hauptgruppe. Was wir hier in der Mitte haben, von 4 bis 12, das sind die Nebengruppen, nur die braucht man nicht. Deswegen zählen wir ja von hier oben links aus 1, die 1. Hauptgruppe, dann die 2., dann die 3. Ganz oben haben wir dann die 4. Hauptgruppe, wo Kohlenstoff ist, Stickstoff die 5., Sauerstoff. Und Sauerstoff ist dann die 6. Hauptgruppe und der Sauerstoff befindet sich an Schwefel. Also Schwefel hat die Massenzahl 32, Kernleistungszahl 16. Und das heißt 16 Protonen im Kern und 16 Neutronen im Kern wegen der Massenzahl 32. Und in der ersten Schale haben wir dann die 2 Elektronen. In der zweiten Schale, in der L-Schale, haben wir dann 8. Und in der dritten, wo theoretisch bis 18 reinpassen würden, haben wir halt nun mal nur 6. Und in dem Falle ist dann die M-Schale die Außenschale. Und das würde bedeuten, dass diese 6 Elektronen gleichzeitig auch diese Valenzelektronen sind. Und diese Valenzelektronen sind auch wichtig für die Atombindung. Also wenn sich dann Atome miteinander verbinden, sodass dann Moleküle entstehen können. So, nachdem wir jetzt das Schallmodell abgeschlossen haben, kommen wir jetzt noch zum letzten Thema zu sprechen. Und das ist der Atomkern. Der Atomkern befindet sich im Inneren des Atoms und das besteht, wie ich es am Anfang gesagt habe, aus Nukleonen. Das sind einmal die positiv geladenen Protonen und die neutral geladenen Neutronen. Aber hier hat man jetzt doch zweimal U und noch ein D stehen und ein U und zwei D stehen. Das sind die Teilchen, aus denen die Protonen, die Neutronen bestehen. Also die Elektronen sind Elementarteilchen, da sich das nicht noch in weiteren Teilchen unterteilen lässt. Aber Protonen und Neutronen sind keine Elementarteilchen, sondern hierbei handelt es sich um zusammengesetzte Teilchen, die wiederum aus Elementarteilchen bestehen. Und das sind bei den Nukleonen die sogenannten Quarks. Also ein Proton besteht aus zwei Up- und einem Down-Quark. Und die Neutronen bestehen aus zwei Down- und einem Up-Quark. Und anhand deren Teilladungen lässt sich nämlich auch erklären, warum das Proton positiv geladen ist, also einfach positiv geladen, und das Neutron neutral geladen ist. Denn die zwei Up-Quarks haben eine Teilladung von plus 2/3. Das Down-Quark hat die Ladung minus 1/3. 2/3 plus 2/3 ist 4/3. Minus 1/3 ist 3/3, also 1. Beim Neutron und der Up-Quark natürlich 2/3, die Down-Quarks minus 1/3, das macht insgesamt minus 2/3 plus 2/3 ergibt dann 0. Also die Neutronen sind neutral geladen. Ich hoffe, dass euch dieses Video zur Atome gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören, ciao.